Sieht unbenutzt aus. Mein Vater war also mit Sicherheit noch nicht im Bett. Hoffentlich erwartet keiner von mir, dass ich das lese. Oh, das Buch hat ein Schloss. Und anscheinend ist es gar kein Buch, sondern eine Art Schatulle. Gut getarnt als langweiliger Schmöker, den kein Mensch freiwillig anfassen würde. Papas alter Weltempfänger. Passwort geschützt. Denk nach, Nina, denk nach. Auf einem ist ein Zahnarzttermin, auf einem anderen steht eine Einkaufsliste. Den dritten kann ich nicht lesen und der vierte ist leer. Die bringen mich nicht weiter. Lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Thunfisch. Warum tue ich das? Schon der Geruch tötet jeden möglicherweise existenten Hunger ab. Aber in der Not frisst der Teufel ja bekanntlich auch Fliegen. Ist irgendwas zwischen den Planken. Ich habe zwar extrem filigrane Finger, aber da komme ich so nicht rein. Schon erstaunlich, mit wie wenig Klamotten Männer durchs Leben kommen. Warum es Leute gibt, die dieses hohle Glotzen der Fische beruhigt, werde ich wohl nie. Moment mal, da glitzert doch irgendwas. Neben einigen Fischen schwimmt da auch noch ein Schlüssel drin rum. Eine Kiste voller Gerümpel. Das schreit schon danach, dass ich darin was finde, was mir irgendwann noch mal nützlich sein wird. Das Staufach im Sitz ist abgeschlossen. Jetzt ist das Staufach offen. Mein Handy und meine Sonnenbrille. Nehme ich beides besser mal mit, bevor sie mir noch geklaut werden. Huch, der Griff ist einfach abgerissen. Zumindest blieb der Henkel trocken. Nun kann ich mir das Handy an die Backe kleben. Da sind Batterien drin. Vielleicht funktionieren die ja noch. Das Gerät selbst ist jedenfalls hinüber. Ich lasse es mal hier. Muss ja nicht unnötig viel Schrott mit mir herumschleppen.
Papas alter Weltempfänger. Die Antenne ist abgebrochen und eine Kassette ist auch nicht drin. Außer einem beruhigend gleichmäßigen Rauschen werde ich da wohl nichts hören. Da wird wohl nicht mehr viel zu finden sein, was wirklich wichtig ist. So wie es aussieht, waren die Einbrecher sehr gründlich. Einige der Sprossen sind zerbrochen. Sieht so aus, als sei hier jemand hochgeklettert. Na gut, dann werde ich mal. Ein einzelner Gummihandschuh und eine Fahrradspeiche. Nicht gerade eine herausragende Ausbeute. Das Ding fällt schon beim Ansehen auseinander. Außerdem habe ich mein Motorrad. Damit bin ich dann doch etwas schneller unterwegs. Das Einzige, was man hier noch gebrauchen kann, ist die Luftpumpe. Ein ganzer Haufen Zigarettenkippen. Da scheint wohl ein Kettenraucher am Werk gewesen zu sein. Seltsam. Dabei ist doch mein Vater ein so strikter Nichtraucher, dass er seinen Gästen sogar verbietet, irgendwo auf dem Grundstück zu rauchen. Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung, durch die ich die Speiche stecken könnte. Hab es! Eine Kassette? Seltsam. Lag die da absichtlich drin oder ist sie irgendwann mal aus Versehen da reingefallen? Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das denn? Eine Art Code? Papa, manchmal bist du echt ganz schön gaga.
Passwort geschützt. Denk nach, Nina, denk nach. 2, 3, 4, 2. Kein Wunder, dass Papa sich die Zahlenkombination auf Kassette gesprochen hat. Auf das Passwort wird so schnell keiner kommen. Man liest keine Mails von anderen Leuten. Andererseits, ungewöhnliche Situationen verlangen nach ungewöhnlichen Maßnahmen. Also fangen wir mal an zu schnüffeln. Im Posteingang sind nur 2 Mails. Eine über Potenzsteigerung und eine über Damen jenseits der 80. Beides fasziniert mich nicht übermäßig. Der Ordner gelöschte Objekte ist leer. Aber unter gesendete Objekte ist, was an einen ok@nms.de betreff, Tunguska. Könnte interessant sein. Ich mach die Nachricht mal auf. Hallo, Oleg. Lange nichts von dir gehört. Mir geht es wieder ganz gut. Hab lange gebraucht, die ganze Sache zu verarbeiten. Wegen deiner Anfrage. Schon eine Ewigkeit her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh. Ich habe die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Frau mit dem Leben bezahlt. Ich habe mir damals geschworen, das Thema ein für alle Mal ruhen zu lassen. Nimm's mir nicht übel, aber dabei soll es bleiben. Aber jetzt, wo du wieder in der Nähe wohnst, können wir uns ja mal treffen. Würde mich wirklich freuen, dich mal wiederzusehen. Melde dich und sag Bescheid, wann und wo es dir passen würde. Dann sehen wir weiter. Wladimir Kalenko. Papa hat die Typen einmal unterschätzt und dafür hat meine Mutter mit dem Leben bezahlt? Was meint er damit? Sie ist doch durch einen Autounfall gestorben. Ich muss dringend Kontakt mit diesem Oleg aufnehmen. Vielleicht weiß der etwas, was mir weiterhelfen kann. Der Schlüssel hat nirgendwo eine Öffnung, durch die ich die Speiche stecken könnte. Das Aquarium ist oben vergittert. Da passen meine Hände nicht durch. Sieht unbenutzt aus. Ein Henkel.
Hallo, Kleine. Hallo. Was machst du denn hier so ganz allein? Hast du etwa hier geschlafen? Wer bist du? Ich heiße Nina. Und du? Oh, hallo, Nina. Ich bin Lisa. Also, erzähl mal. Hast du hier wirklich übernachtet? Ja. Wieso denn? Hast du kein Zuhause? Doch, aber ich habe mich nicht getraut. Nach Hause zu gehen? Ja, ich werde bestimmt ganz furchtbar dollen Ärger kriegen. Mein Fahrrad ist kaputt und die Kamera vom Papa auch. Und deswegen hast du hier draußen in der Kälte übernachtet? Wie ist denn das passiert? Ich habe hier vor dem Museum gespielt und plötzlich, ich hatte Angst. Ich wusste nicht genau wieso, aber ich habe mich lieber mal im Gebüsch versteckt. Und dann kamen plötzlich so komische Männer in schwarzen Kostümen. Ich saß also in meinem Busch.